Ein guter UV-Schutz für die Haut ist jetzt wichtig, denn der Winter war lang und die ersten intensiven Strahlen treffen auf blasse, sonnenentwöhnte Haut. Jeder Sonnenbrand erhöht das Hautkrebsrisiko. Die Auswahl an Produkten ist riesig. Welcher Lichtschutzfaktor ist am Anfang der Saison der richtige und wie erkenne ich überhaupt eine gute Sonnencreme? Hups, und da sind wir schon und wir sprechen mit Dr. Jael Adler, sie ist Dermatologin, über Sonne, Sonnencreme, Sonnenschutz und so weiter und so fort. Schönen guten Morgen nochmal, schön, dass Sie da sind. Danke. Immer noch da sind, muss man ja sagen. Sie haben schon die eine oder andere Runde bei uns hier hinter sich gebracht und wir haben extrem viele Zuschaueranrufe und Zuschauermails bekommen, wie wirklich bei fast kaum einem anderen Thema. Deswegen gibt es jetzt auch erstmal nur Fragen von Zuschauern. Was kann man tun, fragt Frau Ben-Lier, wenn die Sonnencreme aufgetragen ist, aber durch hohe Luftfeuchtigkeit und Hitze diese direkt wieder runterläuft? Ja, es gibt ja Sonnencremes, die sind wasserfest. Das steht dann auch drauf. Und ich würde dann immer empfehlen, eher in der Apotheke zu gehen, weil diese Produkte hautverträglicher sind. Also es ist ja oft so, wenn so ein normales Produkt aufgetragen wird und da steht wasserfest drauf, dann klebt es und schmiert es und dann brennt es in den Augen. Die etwas hochwertigeren Apothekenprodukte sind so, dass man sie aufträgt, die ziehen sehr schnell ein und haben eben trotzdem eine gewisse Wasserfestigkeit. Und dann muss man es auch erneuern nach einer Weile. Und wenn ich eine Sonnenallergie habe oder überhaupt allergisch auf Cremes reagiere, wahrscheinlich auch der beste Weg ab in die Apotheke? Sonnenallergie kommt vor allem durch den UVA-Anteil im Sonnenlicht. Das heißt, den muss man gut wegblocken. Man muss also eine Sonnencreme verwenden, die auf jeden Fall einen hohen UVA-Schutz hat. Das sieht man daran, dass auf der Flasche UVA in einem Kringel abgebildet ist und am besten parallel zu dem hohen Lichtschutzfaktor, der dann mit dieser Zahl 30 oder 50 gekennzeichnet ist. Und was ist dann nochmal UVB? UVB-Strahlung ist das, was mit der Zahl gekennzeichnet ist. Also UVB-Strahlung ist diese harte, sehr stark krebserregende Strahlung, die man mit Lichtschutzfaktor 30 oder 50 abblockt. Und UVA kann man nicht so gut in eine Zahl fassen. Deswegen macht man auf UVA im Kringel und dann weiß man, da ist beides abgeblockt. Oder zumindest man ist ein bisschen sicherer. Und man sollte bei einer Sonnenallergie darauf achten, dass man Produkte verwendet, die nicht so viel Parfüm oder Emulgatoren oder Konservierungsmittel enthalten. Und auch Medikamente, die man einnimmt, Blutdrucksenker, die Diabetiker, die können alle Sonnenallergien hervorrufen. Okay, wollten nämlich auch einige Zuschauer wissen, was die Sonnenallergien anbelangt. Frau Lipska möchte wissen, wie es sich mit dem Vitamin D verhält, wenn man ständig hohen Lichtschutzfaktor verwendet. Sie sagt, sie habe gelesen, dass die Aufnahme stark bis ganz verhindert wird. Also Vitamin D ist ja ein ganz wichtiger Stoff. Alle Fachrichtungen, nicht nur wir Dermatologen, finden das wichtig, dass man gute Spiegel im Blut hat. Also ich empfehle auf jeden Fall, das auch mal bestimmen zu lassen und zur Not auch wirklich mit Nahrungsergänzungsmitteln zuzuführen. Obwohl viele Leute viel in die Sonne gehen, haben sie trotzdem manchmal einen Mangel. Also das ist alles nicht so gut berechenbar. Es stimmt, dass die Haut sehr wichtig ist, um Vitamin D im Zusammenhang mit UVB-Strahlung zu bilden. Aber Sie merken es gleich, man handelt sich ein Krebsrisiko und Faltenrisiko ein, wenn man ausreichend Vitamin D bilden will. Also lieber das Gesicht immer schützen, weil das ist wirklich immer exponiert und man entwickelt schnell dort Hautkrebs im Verlauf des Lebens. Lieber dann einfach mal Dekolleté oder Bauch oder Rücken in die Sonne halten. Das aber dann nur 10, 15 Minuten, weil dann ist der Eigenschutz vorbei. Und das ist auch erstaunlich, dass Sie das sagen, weil das sind ja die Körperteile, die so gut wie nie Sonne abbekommen und da muss man besonders aufpassen. Herr Schmitz hat aber noch ein anderes Problem. Der sagt, er wird überhaupt nicht mehr braun, sondern nur noch rot. Egal offensichtlich welches Körperteil. Ja, das haben viele Zuschauer gefragt, die sagen, in der Jugend wurde ich immer schön braun und mittlerweile ist das nicht mehr so. Oft haben die Leute dann Sonnenschäden entwickelt, das sieht man an einem scheckigen Hautbild. Man hat also Rötungen, braune Flecken, weiße Flecken nebeneinander. Die Haut ist nicht mehr in der Lage, richtig zu pigmentieren. Die Haut ist vielleicht auch chronisch verdickt. Das ist eine chronische Überdosis, die man hat gegen Sonne. Und manchmal nimmt man auch im Laufe des Lebens plötzlich Medikamente, die die Haut empfindlich machen. Man kriegt also schnell einen Sonnenbrand, bevor man überhaupt erst bräunen kann. Diese Frau ist überhaupt nicht mehr zu stoppen, wenn man ihr mal eine Frage stellt. Aber eine habe ich noch ganz kurz, die können Sie aber in 3 Sekunden beantworten. Wenn eine Sonnencreme abgelaufen ist, wegwerfen oder kann man die noch kurz ein bisschen benutzen? Wichtig ist, dass sie noch gut riecht und nicht entmischt ist. Dann geht sie noch. Aber nach einem Jahr spätestens, denke ich, sollte sie weg. Dr. Jael Adler, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch heute, den ganzen Morgen über. Danke. Toll, dass Sie da waren.